Jo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Grounded und wir legen da wieder los, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Let's go! So, da sind wir wieder, würde ich mal sagen. Fresh und durstig. Wir haben ja noch Baden am Start. Aber wir holen uns jetzt erstmal einen Schluck zu trinken. Da ist auch was. Das ist der Halm hier. Kurz rangeditscht. Da ist er. Don't even need to boil it. Nice. Heftig. Und der Sammelwahn, der ist schon wieder am Start. So, was haben wir denn überhaupt vor? Leute, ich habe mich, glaube ich, entschieden. Ich habe mich entschieden. Ich möchte schon gerne anfangen. Und die Stängel sind nämlich auch weg. Ich habe es ja gesagt. Ich möchte gerne dort, was wahrscheinlich die Holzrampe ist, dort möchte ich gerne anfangen, eine Basis aufzubauen. Und ich denke, dass das eine gute Idee ist. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir, hier können wir nichts machen, ne? Wie spät ist denn das überhaupt? Jetzt habe ich nicht geguckt. Es ist 7.18 Uhr. Gut. Auch eine gute Zeit, um aufzubrechen, würde ich sagen. Und ja, wir gucken noch mal, was wir hier lassen können. Werkzeuge sind ja alle noch okay. Ich mach mal hier schnell einlagern, ob da überhaupt was weggeht. Kiesel fünfmal eingelagert. Ja, komm, das nehmen wir mal in die Nebenhand. Geht das? Jawohl. So sind wir besser noch gerüstet. Was macht denn das? Kann ich das jetzt noch mal schnell gucken? Mal wohl. Ja, ist egal jetzt. Hier war Schild. Hoffentlich hast du mit diesem Schild mehr Glück als der Rüsselkäfer, von dem er stammt. Oh, das hofft man, ne? Leute, wir machen dann los. Unterwegs sammeln wir noch Fasern. Und hier Sprösslinge können wir auch mitnehmen, ne? Ich würde mal sagen, wir machen uns einen Wegpunkt. Sonst laufen wir vielleicht in die falsche Richtung. Let's go. Das war doch. Wir haben noch den Chip gesucht hier, ne? Ich glaube, das war so hier, irgendwo hier so, ne? Wir machen uns mal hier einen Wegpunkt. Ja, warte mal, was war denn hier gewesen? Hier war die Dose, ne? Genau, die Farbdose. Und komm, wir machen uns mal hier einen Wegpunkt so. Mit R. Zack. Da wissen wir jetzt, aha, müssen wir hin, wie es der Name schon sagt. Ruf mal ganz geschmeidig dahin. Hier sind Fasern, nehmen wir gleich mit. Das sieht doch ganz cool aus hier mit dem Schild. Warte mal, was ist denn? Da muss ich hier Schiff drücken, ne? Ja. Ich glaube, naja gut, das
Ja gut, das, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem Schild funktioniert. Müssen wir ausprobieren. Links Shift drücke ich ja, aber da passiert ja nichts mit dem Schild oder so, ne? Ja, na gut. Schauen wir mal. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Und mal eine Runde hinter die Binsen, was? Ja, damit sich die Leiste wieder auffüllt. Auf jeden Fall besser. Würde ich echt behaupten wollen. Ja, es ist halt doch so, ne? Oh Mann. Scheiß. Alter. Wir sind denn noch mehr. Oh, jetzt ist Ruhe. Was ist denn das? Oh. Warte mal. Hier, warte mal. Wir essen mal einen Pilz. Warum ist der nicht in dem schnellen Inventar? Auf der 8. Let's go. Ab in den Mund damit. Oh, hier kommen gleich noch einer. Noch einer. Oh, jetzt ist gut. Wasser brauchen wir auch. Hier ist, glaube ich, nicht so viel. Hier ist eine Distel auch wieder, ne? Aber wir haben eh keinen Platz im Inventar. Genau, hier will ich hin. Aber wenn ich den da schon wieder sehe, da. Kollegen, Alter. Der ist auch ganz schön stark, ne? Warte mal, wir gehen lieber mal ein bisschen in die Richtung hier. Ich glaube, da sind wir besser bedient. Ich will das hier haben, Alter. Pollen ist das. Pollen. Von Bienen. Nicht abgefallen von den Beinen oder so, die das dran heften haben. Denke, viele von euch wissen, was ich meine. Also dann haben wir 10 Stück erstmal am Start. Nicht so viel, ne? Aber wir werden sehen. Geh lieber weg, du. Dann spieße ich dich auf. Da suchen wir uns hier einen richtig schön chilligen Platz, wo wir so weitestgehend auch unsere Ruhe haben. Dann können wir hier schön hochbauen, ne? Bis wir dann ganz easy da hochkommen. So stelle ich mir das gerade vor. Ich hoffe, das geht auch so, wie ich mir das vorstelle. Aber ich denke schon. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ah, hier sitzt schon wieder die Spinne, glaube ich, irgendwo, ne? Genau, da ist er ja. Ja, da will ich auch nicht bauen. Nee, nee. Da will ich schon ein paar Meter weg wohnen von der. Aber vielleicht kann man sich dann einen chilligen Platz bauen, um die immer schön anzugreifen, ne? Wenn man clever ist und dann. Wo man sich nicht erwischen lassen kann von der, ne? Mit schön mit Pfeilen auf die runterschießen. Irgendwie. Vom Balkon oder so. Da machen wir uns dann noch Gedanken. Guck mal, hier ist auch ein Loch. Ich glaube, wir machen das hier. Da müssen wir erstmal das ganze trockene Gras hier runterholen. Naja, los, dann fangen wir lieber mal an.
Das hier holen wir auch weg. Ist mir egal jetzt, ob das Inventar voll ist. Wir einfach die Stängel weg haben hier. Keine Power mehr. So, weg damit. Dann gucken wir gleich mal, wie das aussieht. Anfangen können wir ja vielleicht erstmal den halben noch weg hier. Stellt eigentlich relativ lange, finde ich. Ja gut, so viel haben wir noch nicht damit gemacht, ne? Den noch weg hier. Den will ich noch weg haben und dann geht's los. Und ich hau unten das weg. Wenn man da stehen lässt, wächst ja der Helm definitiv nach. Ich weiß aber nicht, wenn man den Stängel ganz weg macht, ob der dann gar nicht mehr nachwächst oder ob das nur länger dauert, das weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man da was drauf baut, dann kommt er, glaube ich, nicht mehr wieder. Also. So, probieren wir halt. Und ich glaube, das ist auch so. Tja, wir brauchen da erst wieder eine Werkbank, ne? Wir können ja mal schauen. Herstellen. Das Seil können wir auf jeden Fall erstmal herstellen. 4 Stück. Warte mal. Ja. Basboden. Ja. Ich glaube, unten reicht Gras erstmal zu, obwohl. Hier kommt Ziegelboden, hatten wir doch auch irgendwie gehabt, ne? Hier, Kieselfundament, geil. Oh, da brauchen wir Ton, aber können wir sammeln, ne? Und eine Kieselrampe, naja, brauchen wir dasselbe, ne? Außer hier brauchen wir einen mehr, einen Stein. Kiesel. Ja, das würde ich dann schon gerne machen. Da gucken wir jetzt mal, was. Da stellen wir uns irgendwie Kisten jetzt hier hin. Erstmal bloß. Provisorisch. Sorry. Bin immer noch ein bisschen erkältet, ihr hört das. Deswegen, ja. Egal, aber nur, dass ihr das wisst. So. Auch nicht mehr durch. Wollte ich jetzt machen, Leute. Ja, das haben wir gleich. Ach, Kisten wollten wir machen. Was Kisten kosten. Wir brauchen definitiv Klee. Brauchen definitiv Klee und das sollten wir machen, solange wie es noch hell ist. Schon wieder Mittag. Mal gucken, wie es dann da oben aussieht. Na, da bin ich übelst gespannt drauf. Und dann kann man ja sehen, ob man da weiterbaut irgendwie oder ob man dann sich vielleicht doch noch mal was anderes sucht oder so, ne? Aber erstmal finde ich das hier eine gute Idee. So. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Ach so, wir müssen trinken, warte mal. Oh, voll vergessen. 100 Sekunden noch, ne? Wo ist denn jetzt?
Hier irgendwas. War hier nicht irgendwo eine Safttüte? Irgendwo musste hier ein Tropfen sein, Mann. Weißt du, dass wir jetzt Mittag ist? Das Gras getrocknet mehr, ne? Hier ist einer. Glück gehabt. Eine Minute noch. Nice and clean. Ja, die Hälfte wieder voll, siehst du. Jetzt kann man geschmeidig bleiben. Voll geschmeidig so. Besser. Einfach besser. Können wir hier gleich mal gucken, ob wir was erforschen können. Nicht, dass wir jetzt hier Ärger kriegen irgendwie, ne? Spinnbeine möchte ich hier drinnen nicht haben. Hier den Pollen. Gibt's wieder Hirnschmalz. Shinobi-Schnupfen. Ja. Ich glaube, das ist cooles Zeug. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube, mit dem Gift hat das, glaube ich, irgendwie was zu tun, glaube ich, ne? Das finden wir auch noch raus. Ich glaube, steht das hier irgendwo? Ne. Warte mal, was wollten wir jetzt machen? Hä? Warum? Wenn ich N drücke, laufe ich automatisch. Wusste ich ja auch noch nie. N. Ja. Dann läuft er automatisch. Hey, das wollte ich doch gar nicht. Nein, Trottel, du. Ein Honk. So, Klee. Wir brauchen Klee. Da ist Klee. Den holen wir uns. Ganz klar. Ah, hier den fetten gleich erstmal runter machen. Vor allem dicker. Ja, ne? Die Steine weg hier. Sind wir in der Straßenecke. Z. Schirmchen machen wir auch erstmal weg. Nehmen wir uns hier. Alter. So, geht doch. Und wir brauchen noch mehr Klee. Ich sollte nicht immer U drücken. Ne, mit R. Drück immer. Ach genau, weil das genau neben E ist, ne?
Gut, Leute, wir. Nochmal, warte mal, jetzt muss ich noch mal gucken. Ach genau. Wir stellen uns irgendwo erstmal jetzt da, wo wir bauen wollen, erstmal einen Vorratskorb hin. Haben wir ja gerade gesehen, den können wir bauen. Irgendwo waren doch hier auch die Pilze, ne? Das war, glaube ich, hinter der Spinne, ne? Kann das sein? Kann auch sein, dass das weiter vorne ist. Nee, komm. Dem will ich keinen Ärger haben. So, wir haben uns hier extra frei gemacht. Da würde ich mal sagen, wir gucken jetzt mal, was wir zuerst machen. Erstmal brauchen wir den Korb. Definitiv brauchen wir den. Den werden wir uns mal erstmal. Na komm. Hier erstmal hin. So, mit E schnell. Zack. Oh, dann. Das werden wir auch mal essen hier, ne? Hey, warte mal. Müssen wir auch einen Spießgrill machen? Die ganzen Stacheln mal weg hier. Erstmal, wir haben ja 18 Pfeile, zwei sind weg. Haben wir irgendwie vergessen einzupacken, wahrscheinlich. Oh, jetzt haben wir Platz im Inventar. Nee, Pfeile behalten wir uns natürlich auch. Und gucken wir gleich mal, dass wir erstmal uns jetzt mit dem Inventar auf den Weg nach Hause machen wieder. Also quasi in die, ihr wisst schon wohin. Ins Forschungsstation. In die Forschungsstation. Mal vergessen, Alter. So. Ja. Das jetzt lang. 124 Meter. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch mal ein paar so eine Dinger mit, ehe die spawnen vielleicht, ne? Wenn wir immer noch rausschmeißen, wenn man so eine, wenn zu viel ist. Hier hatten wir ja auch den Scavy gefunden, ne? In der, glaube ich, in der vorletzten Folge oder in der letzten, in der vorletzten, genau. Vorletzte Folge war das. Haben wir für den Scavy so ein Schema gefunden hier am Eimer beim Henkel. Also Leute, Fasern sind sehr, sehr wichtig auch, ne? Die brauchen wir immer für Seile und Seile brauchen wir halt zumindest erstmal für alles, ne? Und ich denke, das wird auch so bleiben. Höchstwahrscheinlich. Ameisenhaufen. Noch der Ameisenhaufen, ne?
pretend it's beef jerky. Vergesst immer zu essen, Leute, ne? Und trinken müssen wir auch schon wieder. No water filtration tablets needed. Das haben wir im Griff. Hier sind ja jede Menge Tropfen jetzt. Das wird es schon so sein, ne? Nachmittag, wenn es am trockensten ist, sind ja die Grashalme dann meistens auch nicht feucht oder so. Also, das ist ja dann eher die Ausnahme. Oh, warte mal. Wo geht's hin, Leute? Alles voll. Richtig gut. Und nochmal. Alles im Überfluss. Let's go. Was geht ab? Nee, warte mal. Jetzt müssen wir hier. Da haben wir nichts erstmal. Aber wir werden dann erstmal schlafen gehen. Und ich würde sagen, die Zeit ist auch ran. Machen wir von hier aus in der nächsten Folge weiter, gehen wieder rüber. Sehen zu, dass wir das Zeug da loswerden, holen den Rest hier. Und dann richten wir uns da erstmal so ein und erweitern uns dann da immer mehr und mehr. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Gerne auch Kommis natürlich, immer gerne mit allem, egal was. Und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen, denn dann könnt ihr auf meinem Kanal absolut nichts Neues mehr verpassen. Wenn ihr zusätzlich noch die Glocke aktiviert, ihr wisst, dann werdet ihr sogar benachrichtigt. Bleibt gesund, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.